Die Verfluchten der Pampas. Huincal und seine Wilden sind drauf und dran, die argentinische Armee zu besiegen. Sie meinen wohl Huincal und unsere Wilden. Er hat fast so viele Deserteure von uns wie Indianer. Und warum desertieren die Leute? Huincal hatte eine Idee, vielleicht war sie auch von Petron. Er bietet den Männern Frauen an, wenn sie zu ihm überlaufen. Eine teuflische List soll die Moral der Soldaten untergraben. Frauen als Lockmittel zur Massendesertation. Wissen Sie, was passiert, wenn Petron von diesem Frauentransport erfährt? Los, geht sofort aus dem Wasser! Hey, schert euch wieder zu euren Wagen! Nun machen Sie sich mal keinen Fleck ins Hemd. Was erlauben Sie sich eigentlich für einen Thron? Eine Landschaft zwingt ihren Menschen ein besonderes Schicksal auf. Die Pampas. Eine Landschaft viel gehasst und viel geliebt. Die Verfluchten der Pampas. Eine Elite internationaler Darsteller. Es ist mir ein außerordentliches Vergnügen, dass ich diese langweilige Reise in so charmanter Gesellschaft verbringen kann. Und was haben Sie eigentlich im Vor zu tun? Doch nicht etwa das gleiche wie wir, oder? Diese Weiber werden uns Gauchos bringen und die Gauchos ihre Gewehre. Und durch die Gewehre bekommen wir Krieger von allen Stämmen. Und schon sehr bald wirst du die Pampas wieder allein beherrschen. Die Verfluchten der Pampas. Ein Monumentalgemälde aus einer wild bewegten Zeit, dessen Wirkung noch gesteigert wird durch die Aufnahme in 70 mm Superpanorama. Die meisten von uns würden lieber hier sterben, als dass sie ihre Frauen im Vor den dreckigen Händen dieser Horde von Soldaten zu überlassen. Seid ihr denn alle verrückt geworden? Disziplin ist es, was den Männern fehlt, nicht etwa Frauen. Ich habe es satt, die Leute immer nur deshalb bestrafen zu müssen, weil sie wie die Menschen leben sollen. Ich werde sie vor ein Kriegsgericht bringen. Na tun Sie es doch, da kann ich mir auch nicht helfen. Die Verfluchten der Pampas. Ein Zeitdokument, erregender als der spannendste Western.